ein Video, was mich ganz viel Kraft kosten wird. Zum Anfang erstmal für alle Zartbeseiteten unter euch, die ein bisschen auf sich aufpassen sollen, dass sie nichts triggert. Eine kleine Triggerwarnung vorweg. Ich habe jetzt einiges zu erzählen und es ist nicht so, dass ich von euch da draußen die Bestätigung suche oder Hilfe oder wie auch immer, sondern auch ein Grund, warum ich das Ganze mache mit Projekt Schrebergarten, dass ich nicht nur zeigen möchte, wie es auch gehen kann, sondern dass ich auch Menschen Mut machen möchte, die auch mit Handicaps durchs Leben geben und gehen und zeigen möchte, dass trotz alledem die Welt für einen offen steht. Darüber hinaus möchte ich zeigen, dass wir Menschen Menschen sind und auch die schlechten Seiten zu uns gehören, so wie jetzt. Mir geht es ja offensichtlich nicht gut, das seht ihr, dieses Video. Wird einen Titel kriegen, der eigentlich zu einem Video aus Mai, Juni, was dazu gehört. Ich hatte auch was angekündigt und jetzt kommt alles ganz anders als geplant. Und auch nochmal vorweg für alle, die sich das Video jetzt ganz ansehen. Ich habe heute einen unglaublich schweren Tag. Dennoch sind Menschen für mich da. Ich brauche keine akute Hilfe, falls irgendwer da draußen jetzt irgendwie überreagiert, weil es durchaus sein kann, dass bei mir Tränen fließen. Und worauf ich hinaus wollte, es hat mir gerade in jüngster Vergangenheit auch jemand gesagt, dass auch die schlechten Seiten zu uns gehören. Nicht alles schön und Sonnenschein ist. Und das habe ich von Anfang an auf diesem Kanal auch gemacht, dass ich trotz dessen, wie es mir ging, dann Videos gedreht habe, um euch da draußen zu zeigen, dass es nicht schlimm ist, nicht gut drauf zu sein und dass auch gut ist, wie es ist und ihr euch nicht verstecken braucht. Das passiert viel zu wenig in dieser Gesellschaft. Hängt mit alten Glaubenssätzen zusammen. Wir müssen immer stark sein. Und das sind wir aber nicht. Allerdings bekämpfen wir alle Gedanken und alle Bewegungen in unserer Natur. Wenn wir Mitmenschen zuhören, wenn wir dicht machen, wenn irgendwer sich vielleicht mal irgendwie öffnet und dann kommen wir mit einem klugen Ratschlag oder wie auch immer und tut das ab. Das passiert auch mir, gar keine Frage. Aber wenn es mir dann auffällt, dann gibt es auch eine Kehrtwende. Also ich spreche mich davon nicht frei. Das Video im. Achso, habe ich das jetzt gesagt? Ich bin ein bisschen durcheinander. Also ich habe Menschen, die sich um mich kümmern, für das, was ich jetzt erzähle. Also bei mir war es heute Morgen, es hat nicht viel gefehlt, dass ein Krankenwagen kommen muss. Ich war so weit belastet mit den Vorkommnissen in meinem Leben, dass das heute ziemlich schlimm wurde, heute früh. Und ja, im Bereich des Zwischenmenschlichen ist es bei mir schwierig, aufgrund der ganzen Ereignisse im Leben. Ich habe ja in dem letzten Video schon ein bisschen was erzählt und ich wollte hier aber nie konkret werden und ich bin auch nie auf Rosenkrieg raus oder du oder
sonst wie, sondern ich mache das, weil wir in der Gesellschaft einfach viel mehr Mitmenschlichkeit brauchen. Es muss nicht unbedingt mich treffen. Ich halte noch mehr aus. Aber in der Gesellschaft würde ich mir das wünschen, dass sich da was tut. Und im Grunde genommen habe ich auch ganz viel Hoffnung in mir, weil vom Bewusstsein her ist auf jeden Fall was im Gange. Auch gerade dieses Jahr. Ja, und ich bin aufgrund meiner Vergangenheit auch besonders empfindlich im zwischenmenschlichen Bereich. Aber hatte auch in der Vergangenheit solche Fortschritte gemacht. Für die Zuschauer, die mich schon länger verfolgen, die wissen, dass ich 2019 in Erftstadt war. Und das war zum Beispiel für mich mit ganz viel Mut und Stärke verbunden, das so zu können, wie ich das da gekonnt habe. Ich habe auch mein eigenes Video mit zitternder Hand gedreht, aber ich bin Hardcore-Sozialphobiker in der Vergangenheit immer gewesen und ich bin bis heute auch beeinflusst. Und die Geschehnisse dieses Jahr, vor allen Dingen angefangen, also es hat mir wirklich die Zeit, da wo ich das letzte Video gedreht habe mit dem Inhalt. Ich möchte das jetzt nicht nochmal erwähnen, wenn es interessiert, guckt sie das einfach nochmal an, fragt nach, wo ihr das findet. Vielleicht verlinke ich euch das auch. Aber die Situation da mit dem Amt, so viel Unmenschlichkeit habe ich zu dem Zeitpunkt nicht ertragen. Das hat nachhaltig mich zurückgeworfen, diese Gesamtsituation. Was auch dazu geführt hat, dass ich mich im Zwischenmenschlichen zurückgezogen habe. Ich habe auch immer. Das Thema macht mich jetzt gerade nicht traurig, ist einfach die Traurigkeit, die in mir drin ist, die ich die ganze Zeit unterdrücke gerade. Also ich bin gerade stark, weil ich soll nachher wohin. Ich bin, wie gesagt, betreut. Ein bisschen Zeit ist noch zu überbrücken. Und bis dahin bleibe ich stark. Ich weiß, dass ich das kann. Und stark genug bin. Also es braucht sich wirklich da draußen keiner Sorgen machen, jetzt irgendwas unternehmen zu wollen. Ich habe gerade ganz frisch wen in mein Leben gelassen, der jetzt wieder weg ist, seit heute. Und ich bin unglaublich vorsichtig, nach all dem, was im Leben war, jemanden in mein Leben zu lassen. Und bei dem Thema, wo ich gerade angefangen habe, ist es halt so, ach, ich habe es gleichzeitig angebracht, Community Tab. Da ist es halt so, dass dieses Jahr mich echt so beeinflusst, dass ich Verabredungen auch mit anderen Garten-YouTubern absagen musste. Der ein oder andere kann damit auch nicht um. Naja, was das mit einem Menschen macht, brauche ich euch nicht erzählen. Ich habe gestern meine Schwester und ihren Freund getroffen und habe meinen ersten richtigen körperlichen Kontakt gehabt, seitdem diese Corona-Sache ist. Ich habe ja keine Freundin und im Umfeld ist es auch schwer. Ich habe von außen mal zwei Umarmungen aufgezwungen gekriegt, aber da war ich nicht bereit für. Ich bin da jetzt nicht böse oder so, aber ich war halt nicht bereit. Also war das auch keine Umarmung, die jetzt irgendwie mir was geben konnte, so richtig doll. Also zum Teil konnte ich sie annehmen, aber nicht so, wie es halt normal ist. Somit lebe ich jetzt schon super lange sehr einsam und ohne große menschliche Nähe. Ich habe zwar mit vielen Menschen was gemacht und soziale Kontakte, es ist alles da, aber es ist
schon was anderes, worauf ich jetzt gerade anspiele, was ich spreche. Ja. Im Community-Tab hatte ich gesagt, dass ich mir Gedanken mache, Zuschauer mit zu mir zu holen. Im Garten was zusammen machen. Ja, dem gebe ich hier eine Absage. Gebe ich hier eine Absage, das schaffe ich nicht. Und ganz im Gegenteil, es ist so. Es ist so, dass ich auch dieses Video drehe, weil es sein kann, dass ihr länger nichts von mir hört. Finanziell würde das auch nochmal reinhauen irgendwie, weil ich brauche jeden Groschen, um zu überleben. Von daher wird das Ganze jetzt definitiv Konsequenzen haben. Und ja, also ihr Menschen da draußen, habt Mut auf euch zu öffnen, habt Mut, anderen zuzuhören, was noch viel wichtiger ist. Wir brauchen in der Gesellschaft viel mehr Ohr für unsere Mitmenschen. Deswegen drehe ich jetzt dieses Video. Und zum Teil auch, weil es Dokumentation ist und ich nichts verstecken möchte. Es ist nicht so, dass ich jetzt gewartet habe, dass ich schlecht drauf bin, um dieses Video zu drehen. Es sollte eigentlich ein sehr positives Video sehen, weil ich auch Pläne habe mit euch. Das ist aber jetzt noch nicht dran. Jetzt ist es dran, dass ich mich erhole, denn ich bin die letzten Tage über meine körperlichen Grenzen gegangen. Und jetzt hat ein Kennenlernen wieder dazu geführt, dass man mit mir nicht umgehen kann. Mit mir ist es nicht einfach, mit Sicherheit nicht, aber ich bin da ziemlich bedingungslos und erwarte nichts von anderen Menschen, die ich kennenlerne. In Form von, dass die mir jetzt helfen sollen oder so. Aber die Menschen sind halt auch neugierig, was mit mir los ist. Und ich bin dann da auch offen mittlerweile. Im Privaten hier nicht. Jetzt im Detail zu erzählen, was los ist. Ich würde es gern eines Tages machen. Sehr gerne. Um halt anderen Mut zu machen, dass ihr aus so einer Scheiße rauskommen könnt. Und ja, mir fehlen ein bisschen die Worte. Es ist ein Wunder, dass ich gerade so. Ein bisschen übel gerade. Ich habe heute nichts gegessen. Ich kriege nichts runter. Ich ernähre mich von Zuckerwasser. Beziehungsweise stimmt nicht ganz. Ich habe einen tollen Apfelsaft von dem Sven gekriegt, bei dem war ich drüben vorhin. Ich hatte. Heute Morgen war es einfach so haarscharf, dass mich wer abholen musste. Krankenwagen oder also körperlich, seelisch war das ein Durchstoß ins Herz. Und ich bin so dankbar, dass ich den lieben Sven um mich habe, der meine Welt vielleicht nicht versteht, aber sich auch nicht anmaßt zu glauben, was gut für mich ist oder mich annimmt, wie ich bin. Er ist Krankenpfleger, wohl nicht ohne Grund, das ist seine Berufung. Und der war vorhin so wunderbar für mich da, weil ich zu Hause, das war ganz schwierig, dann habe ich mich irgendwann erholt. Ich habe die Kraft auch zwischendurch wieder klar zu kommen und stark zu sein. Es ist halt ein Überlebensinstinkt. Um zu funktionieren. So hat der menschliche Körper das eingerichtet. Und dennoch war ich so weit krass an den Grenzen, dass ich kaum laufen konnte. Bin rübergegangen zum Sven und der hatte glücklicherweise vorhin Arbeitsschluss und konnte für mich da sein. Da habe ich einen Moment gesessen, habe es dann aber irgendwie doch nicht gekonnt, wollte hier wieder rüber und dann hat mich alles verlassen und ich hatte einen Zusammenbruch und da ging gar nichts mehr. Und dann habe ich halt eine Weile da gelegen, er hat sich um mich gekümmert. Er ist so ein herzensguter Mensch, der mich akzeptiert, wie ich bin.
Wir sind alle gut, wie wir sind. Und ich möchte, dass euch klar ist, dass ich hier nicht Nee, ich habe alles gesagt. Ihr wisst, was ich meine. Nun weiß ich jetzt nicht, wie lange das dauert, bis ich wieder von mir hören mache. Ich bin ein starker Mensch. Es könnte sein, dass ich mich zum Morgen so weit in die Kraft geholt habe, dass ich morgen gerade ein Video drehe. Es könnte passieren. Aber mein Körper wird nicht hinterherkommen. Und ich war auf jeden Fall über meine körperlichen Verhältnisse. Ich hatte auch gestern einen unglaublich wichtigen Termin. Oh, Moment, ich muss die Nase putzen. Entschuldigung. Mein Herzensantrieb auf diesem Kanal ist ja, etwas zu verändern in dieser Gesellschaft. Ich erwarte nicht, dass ich hier der Weltverbesserer Nummer 1 bin oder so. Überhaupt nicht. Ich bin sehr glücklich mit dem, was schon passiert ist und wen ich erreichen konnte und inspirieren konnte, mehr sich selbst zu sein, mehr man selbst zu sein oder einfach intuitiv den Dingen, die uns eigentlich so von Natur aus gegeben sind, nachzugehen. Aber darüber hinaus geht es auch um das, was ich jetzt hier auch so inhaltlich transportiert habe. Und das Ding ist, dass ich tatsächlich sehe, was die Gesellschaft braucht. Ich weiß, was der eine oder andere da draußen denkt. Denkt so, ja, lass wir die Welt retten und kennt die Lösung. Oh, Backe, das ist ja unangenehm. Egal, wisst ihr was, ich lasse das, das gehört jetzt dazu. Das sah vielleicht komisch aus. Ich hoffe, ihr konntet mich ernst nehmen. Oh Mann, wo kam das her? Ich denke, dass wir gesellschaftlich viele Trauma unserer Generationen vor uns mit uns tragen. Und auch gerade so Nachkriegszeit und wie sich die Dinge hier bei uns auf dem Planeten entwickelt haben. Total ferngesteuert gehen wir unseren Dingen nach, haben uns so programmiert und in vielerlei Hinsicht sind wir mit Scheuklappen unterwegs, also gesamtgesellschaftlich. Und diese ganze Geschichte, die erfordert, also die Energie komprimiert sich und ist nur eine Frage der Zeit, bis es auch hier in Deutschland mal richtig knallt, an das, was man so über die Nachrichten mitkriegt oder überhaupt so auf der Straße mitkriegt, mitmenschlich mitkriegt. Das wird nicht lange gut so gehen, so gut gehen. Es wird Ursache und Wirkung. Braucht mehrere Sachen, und zwar Eigenverantwortung jedes einzelnen Menschen. Denn in Wahrheit ist jedes Mal, wenn du mit dem Finger auf andere zeigst, jede Menge Wahrheit für dich selber drin, und das, was du über jemand anders sagst, trifft in irgendeinem Teil über dich selber zu. Und wenn sich da mal näher mit befassen will, die Spiegelgesetze, ist mega interessant. Aber ich will jetzt nicht zur Spiritualität, sondern auch wenn wir gesellschaftlich spirituell sind, was viele abstreiten, die nichts mit Spiritualität, und wenn sie das hören, abschalten vielleicht jetzt gerade sogar ein paar. Das steckt alles in uns drin, kulturell, das kann man einfach nicht leugnen. Und ich sehe einfach, dass wir eine Debatte brauchen. Alle untereinander.
und wir mehr unserem innersten Individuum nachkommen sollten. Aber das ist jetzt so Theorie und ist keine Lösung. Ich bin immer an Lösungen interessiert und ich habe für mich immer als Lösung gesehen, jetzt hier bei Projekt Schrebergarten auf jeden Fall ein Beispiel zu sein, auch im Privaten. So gut ich es kann in meinen Kräften. Es gibt genug, was mich im Leben sehr viel Lebenskraft gekostet hat. Und ich weiß auch nicht, wie alt ich werde. Das war heute echt grenzwertig. Oh, ich verliere den Faden. Entschuldigt, da draußen ist so viel, dass ich jetzt irgendwie so klar reden kann. Das ist das Ergebnis von jahrelanger Meditation, dass man den Körper abstellt, in seinen Geist kommt und dann kann ich so reden, wie ich jetzt rede. Ich kann auch lustig sein, so wie ich jetzt rede, wenn ich will. Aber auch ehrlich lustig, nicht gespielt. Ich wollte sagen, Humor zulassen, das ist, glaube ich, eher das, was bei mir zutrifft. Es wird sich an dieser gesamtgesellschaftlichen Situation meiner Meinung nach nichts ändern, wenn wir nicht jede einzelne Eigenverantwortung übernehmen für das, was wir tun, was wir anderen antun, was wir ignorieren, den Respekt anderer Menschen gegenüber. Die jungen Leute hören uns nicht mehr. Also ich bin 40, ich kenne auch diese Generationskonflikte in alle Richtungen, nach oben, nach unten. Und ich beobachte das Tag für Tag schon so viele Jahre. Und es gibt Sachen, die mich tangieren, aber ich sehe auch Lösungen. Und das versuche ich irgendwie vorzuleben bei mir auf dem Kanal. Wir brauchen eine Debatte. Alle miteinander. Und dass das nicht an einem Tisch geht, ist klar. Aber ich würde mir so wünschen, wenn wir hier, ich habe knapp 5000 Abonnenten, 1000, 4800 irgendwas. Wir sind zu wenig, um was zu verändern, aber für jeden, der sich anstecken lässt, ist es ein Schritt nach vorne und das ist die richtige Richtung. Zum Thema Eigenverantwortung ist es so, dass wenn ich mir jetzt das Beispiel nehme, also ich habe auch Konflikte mit jungen Leuten, Respektlosigkeit, Respektlosigkeit, Respektlosigkeit. Es gibt aber auch sehr viel Respekt. Aber den kann man nur kriegen, wenn man den anderen respektiert und wenn man nur mit dem Finger auf ihn zeigt. Und das geht jetzt um Generationen. Wir zeigen generationsmäßig mit den Fingern auf andere. Dann kommen wir nicht voran. Dann bauscht sich das hoch, es entsteht Wut. Guckt euch Berlin an, was da jetzt gerade alles passiert ist. Andere Demos. Ich bin nicht der Demo-Mensch. Ich wurde auch gefragt, ob ich da hingehe. Ich denke, dass das unsere Zeit braucht zum Aufzeigen für alle, die immer noch schlafen da draußen. Das meine ich nicht vorwurfsvoll. Wir sind einfach, wir ticken so und das ist völlig verständlich, dass das irgendwann kollabieren musste bei uns in der Gesellschaft. Das ist schon ein Prozess, der länger vorangeht und der schaukelt sich weiter hoch. Und je mehr Ignoranz aus allen Richtungen kommt, hoch runter, Politik, Armut, diese ganzen Kontroversen, Mitmenschlichkeit ist der Schlüssel, alles andere wird gegen die Wand fahren und wir fahren gerade alle mit 1000 km/h gegen die Wand. Guckt euch die Natur an. Das zeigt uns, was für ein Naturbewusstsein wir haben. Und Naturbewusstsein heißt für mich auch, wie wir mit anderen Mitmenschen umgehen. Ich gebe in meiner Kraft, was in meiner Kraft steht, mein Allerbestes, aber ich habe auch Tage, da reißt das mal aus. Wenn mich irgendwer triezt, kriegt er einen Spruch zurück. Aber im Großen und Ganzen bin ich friedvoll und wenn ich irgendwas verbockt habe, stehe ich dazu und dann gibt es auch eine Entschuldigung. Ja. Zu heute noch ein paar Worte. Ich habe halt jemanden in mein Leben gelassen und habe dann wieder erfahren dürfen, dass ich nicht verstanden werde. Ich bin ein sehr tiefgründiger Mensch, sehr spirituell, gläubig, aber genauso auch ein Wissenschaftsnerd und das lässt sich alles miteinander vereinen. Das geht. Man muss nicht immer nur da, da und das eine schließt das andere aus, aber
Im Moment ist der Glaube der Gesellschaft eher in die Richtung verankert, dass es um Meinung geht. Ich finde freie Meinungsäußerung wichtig, aber die Art von Meinungsäußerung, die mittlerweile auf diesem Planeten geschieht, ist verletzend. Es ist unglaublich. Also das fordert nach Implosion. Wie ein weiser Mann gesagt hat, und dieser weiser Mann ist tatsächlich ein deutscher Rapper, ich liebe Rapmusik, aber nicht hier Hass oder so, sondern lyrische Ergüsse, das ist so auch ein Zitat von der Person. Wir brauchen weite Denker, Empathen und Kämpfer, alles in allem. Und wir müssen wieder aufeinander zugehen und nicht gegeneinander. Das war für mich echt hart wegzustecken und ich werde meine Zeit brauchen und deswegen auch dieses Video, weil ich weiß nicht, ob ich morgen eins drehe oder ob ihr jetzt wochenlang nichts von mir hört, vielleicht auch monateweise ich mich vielleicht aus dem Loch wieder rauskämpfen muss. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß aber, worauf ich mich verlassen kann, dass alles gut ist, wie das ist, dass alles für uns geschieht, nicht gegen uns. Und Wut anderen gegenüber gehört immer zu uns selber. Ich sag nur Spiegelgesetze, guckt sie euch an. Gibt es ganz tolle Sachen drüber. Aber auch in vielen verschiedenen Bereichen. Ich habe mich mit Religion befasst, mit so vielen Religionen. Und im Kern findet man Übereinstimmung. Und der Ursprung ist der gleiche. Aber das, was man daraus macht, ist das Schlimme. Alles ist immer heute extrem und alles ist Sexismus, alles ist Diskriminierung, alles ist dies, alles ist das. Das wird zu nichts führen, außer zu Wut, zu noch mehr Entfernen voneinander, noch mehr Entfernung unserer menschlichen Natur. Aber ja, diese Erfahrungen werden uns auch weiterbringen. Ich bin dankbar für diese echt heftige Erfahrung, die ich gerade erlebe. Ich habe all meine Körperkräfte jetzt hergegeben, aber oh, ich bin gerade kotzen. Sorry für die Wortwahl. Okay, ich soll mich wohl wieder einem Thema widmen. Okay, das soll sein. Wollt ihr mich unterstützen bei dem, was ich tue, dann denkt über das nach, was ich gesagt habe, ohne mir gleich hier tausend Etiketten auf die Stirn zu kleben. Seid ehrlich, wer hat mir Etiketten auf die Stirn geklebt? Oh, Lars, was erzählt er da? Ich tue das auch bei anderen. Wir sind alle nicht frei davon, vom Etikettenkleben, aber es ist wichtig, mal sich auch Zeit zu nehmen und zu reflektieren, was eigentlich hinter dem Ganzen steckt. Und das, was wir sehen, wie die Dinge scheinen, sind oft nicht, wie die Dinge sind. Okay. Zum Thema Unterstützung. Steckt andere Menschen an, wenn euch irgendwas weitergebracht hat. Ihr müsst noch nicht mal meinen Namen erwähnen oder so. Also mir geht es hier nicht um Werbung, das wisst ihr auch da draußen. Ich wünsche mir sehr, dass sich weiter was verändert in der Gesellschaft, dass wir vom Naturstandpunkt noch die Kurve kriegen. Wir sind ein Teil des Ganzen. Ob wir die Natur überleben, weiß ich nicht. Aber die Natur wird uns überleben, da bin ich mir sicher. Also die Natur läuft immer weiter. Aber ob wir gesellschaftlich noch begreifen, was der Planet und wir selber brauchen, das zeigt dann die Zukunft. Und ich hoffe, ihr zieht weiter mit und habt Geduld, bis ich wiederkomme. Ich wurde auch, oh, das muss ich ganz dringend noch sagen. Ich werde jetzt keine Kraft haben, E-Mails zu beantworten.
oder Kommentare, das fällt jetzt komplett aus. Lesen kann ich mir vorstellen, mit Sicherheit sogar. Achtet auf das Herz, was ich gebe. Das bedeutet, ich habe euren Text gelesen. Auch Gebühren nicht nebenbei oder so. Wenn ich hier irgendwas nebenbei lese, dann markiere ich das normalerweise nicht mit Herz und lese das irgendwann und dann ist es soweit. Ich wünsche uns ganz viel Kraft für weitere Veränderungen und weiteres bewussteres Leben für uns alle. Wir haben doch lange noch überlebt. Wollen wir nicht mal alle leben? Wir sind so unglaublich reich auf diesem Planeten und so undankbar. Und die Dankbarkeit wird uns das Glück bringen und Genügsamkeit. Wir sind so unglaublich reich hier in Deutschland. Trotzdem gibt es andernorts Menschen, wo hungern, die hungern. Auf der Welt verteilt. Und jetzt mag man mir unterstellen, ich hätte irgendwie so eine utopische Vision. Aber jeder Schritt in die Richtung ist ein Schritt in eine bessere Zukunft, eine nachhaltig ist nicht nur Umwelt, also das sind wir alle. Unser Innerstes. Wollt ihr nicht Frieden finden wie ich? Also Frieden finden, wie ich es mir auch wünsche. Gott, was rede ich da? Ich bin langsam durch. Lass uns leben statt überleben. Das wäre so das, was ich mir wünsche für uns, für die Zukunft. Auf diesem Planeten. Lass uns den Planeten nicht verheizen, sondern lass uns um die Gesamtheit der Natur kümmern. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich bin jetzt raus.